Beste Bahn meines Lebens von Anne Becker ist ein tolles, erfrischendes Sommerbuch. Die Hauptfigur Jan ist ein normaler Typ. Er hat seine Stärken und seine Schwächen. Eine seiner Stärken ist das Schwimmen. Und im neuen Schwimmverein trifft er auf Linus, der bislang die Nummer 1 im Schwimmverein war. Und es entsteht da so ein bisschen Rivalität zwischen den beiden. Die sind sich auch sonst nicht so wirklich grün, weil sie nämlich in das gleiche Mädchen sich verguckt haben. Das ist Flo und Flo wohnt nebenan von Jan. Sie ist ein Mathe-Genie und hat die tolle Eigenschaft, statt Tagebuch zu führen, malt sie mathematische Tortendiagramme. Und man weiß sofort, was bei Flo los ist. Ja, und zwischen Jan und Flo läuft es nicht so richtig gut. Es gibt so ein paar Peinlichkeiten. Und Jan hat auch ein Handicap, was ich jetzt hier nicht verraten darf. Aber das ist eigentlich das, was mir an dem Buch besonders gut gefallen hat, dass es eben nicht aus lauter Supertypen besteht, sondern jeder auch so seine Stärken und seine Schwächen hat. Und worauf ich mich besonders freue, ist, dass die Autorin zu den Kinder- und Jugendbuchtagen im November kommt und das Buch hier vorstellen wird.